Heute gibt es eine brandneue Folge meiner Serie zu dem Spiel Man of Medan und gleichzeitig das große Finale. Es ist unfassbar spannend. Auf der Flucht vor den Piraten ist unsere junge Truppe auf der Suche nach einem Funkgerät. Können sie damit Hilfe holen? Funktioniert das alte Ding überhaupt? Danke an alle, die mich in den letzten Wochen auf dieser gruseligen Reise begleitet haben. Wenn euch die Serie gefällt, dann schaut unbedingt mal in meinen letzten PlayStation VR 2 Test rein. In The Dark Pictures Switchback VR erlebt ihr eine gruselige Fahrt durch die Kulissen aller bisher erschienenen Spiele der Horror-Anthologie. Ein Fest für Fans der Reihe. Jetzt aber genug. Ich wünsche euch viel Spaß. Aber was auch geschehen wird, Otto finde ich gut. Das Ding funktioniert echt noch. Oh, Funktechnik hat sich in 70 Jahren kaum verändert. Solange Saft da ist. Ich probier's mal. Erwartet uns der fünfte Tag. Ah, es geht doch. Die Lage wird sich frühestens am kommenden Donnerstag ändern. Wenn er... Ein Zahlensender. Militärkanal. Fragen wir nach Hilfe. Hey! Hey! Hört das jemand da draußen? Hallo! Empfangen. Over. Oh, Scheiße! Da ist wer! Das ist ein Notfall! Bitte! Wiederholen! Wiederholen! Over. Wir sind auf einem Frachter. Unsere Position ist 12 Grad 30 Minuten Süd, 151 Grad 20 Minuten West. Kommen Sie schnell, wir brauchen Hilfe! Hallo! Hallo! Hört mich jemand? Bitte kommen! Hey, Leute! Seht mal her! Das muss irgendwo hinführen. Vielleicht können wir den Strom wieder anschalten. Wir brauchen Strom für das Funkgerät. Sollte einer hierbleiben, falls uns jemand anfunken will? Wenn ich ehrlich bin, komme ich mit meinen Verletzungen nicht darunter. Ich gehe, natürlich. Ich schaff das. Ich sollte runtergehen. Hey, kleiner Bro. Was gibt's? Ich glaube, ich sollte dich befördern. Wie klingt Medium, Bro? Was soll denn... Wovon redest du? Du hast dich bewiesen. Und das voll in der Schusslinie. Der Vergleich hinkt mächtig. Nicht, wenn die Metapher der Knaller ist. Bin beeindruckt. Ehrlich. Und was meinst du? Wenn du dir sicher bist, ich glaube, du packst das. Ich komme mit. Hey, was? Julia, nein. Oh, du kannst nicht ewig den Beschützer spielen, Großer. Ich schaff das. Glaub mir. Ich bin hier der Captain. Von irgendwas. Und der Captain sagt, ich komme definitiv mit. Okay, Fliss. Bereit? Leben? Sind alle okay? Uns geht's gut. Was machen wir jetzt? Ich gehe den Generator suchen, damit wir das Funkgerät benutzen können. Ich warte hier beim Funkgerät. Hier! Hey. Hier lang. Das ist wohl der untere Bereich des Schiffs. Und? Wie läuft die Schule? Gut. Warum fragst du mich jetzt danach? Weiß nicht. Ich war nie wirklich in der Schule, also...
mich wirkst du sehr clever. Danke. Hier, sieh dir das an. Schau, da unten. Der Maschinenraum. Hier muss der Generator sein. Oh, ja, stimmt. Gehen wir runter. Hier fehlt ein Stück Leiter. Ich glaube, ich kann... Hey! Bist du okay? Klar! Alles gut! Komm runter! Oh, oh Gott! Was? Das... Es war... Hast du nichts gesehen? Was denn? Okay, also ich sehe also Zeugs, du aber nicht. Okay, gut. Versuch mir zu folgen. Auf dem Schiff war also dieses Mandschurei-Gold, das in Wahrheit eine Art halluzinogene Biowaffe der Chinesen aus dem Zweiten Weltkrieg war. Und wir wissen, es war super instabil und trat auf dem Schiff aus. Vielleicht ist es noch hier. Vielleicht hat es sich noch nicht verzogen und hat nur dieselbe Wirkung auf uns, wisst ihr? Diese Halluzinationen. Die Scheiße, die wir sehen, sie ist nicht real. Die Crew hat halluziniert. Wir wussten, dass sie Angst hatten, dass seltsame Dinge passiert sind. Die Offiziere dachten, das seien GIs, die sich einfach vor dem Wachdienst drücken wollten. Das ist kein Geisterschiff, sondern eine Biowaffe. Könnte das irgendwie mit dem versunkenen Flugzeugwrack zusammenhängen? Ich meine, das kann natürlich sein. Gab es einen Kontakt? Immerhin eine Theorie. Wow. Okay, dann mal weiter. Was denkst du, was die Typen wollen? Die Fischer? Genau. Geld. Ich glaube, die Jungs sehen kein Land mehr oder so. Hey, hey, hier ist er! Hey, es läuft noch. Kein Wunder, dass der Strom dauernd ausfällt. Das Ding funktioniert kaum. Leg den Schalter um und dann nichts wie weg. Okay, gehen wir wieder hoch. Es muss doch noch einen Weg geben. Der Strom war weg, aber jetzt nicht mehr. Hören Sie mich? Over. Wie ist Ihre Lage? Over. Wir brauchen Hilfe. Schnell. Das sind diese Dinger, die uns angreifen wollen. Over. Wir bereiten eine Rettungsmission vor. Bitte beschreiben Sie Ihr Boot. Over. Wir sind auf einem Frachter, verlassen, groß und alt. Scheiße, komm schon! Guck mal hier! Das Kreislaufgerät. Die Fischer müssen es von der Duke haben. Ob es noch funktioniert? Scheint noch Luft zu haben. Vielleicht ein paar Minuten? Nehmen wir es mit? Ich meine, es ist schwer. Und? Das Ding kommt mit. Bei all dem Wasser ist es bestimmt nützlich. C'est des conneries! Alors, ferme ta sale gueule de merde! Écoute. Écoute-moi. Non. Fais pas ça! T'as qu'à... Oh! Je t'avais dit de fermer ta gueule! Thank you.
euch finden, ihr kleinen Scheißer! Wo ist das Problem, all das Gold zu teilen, eh? Es muss doch wohl genug für alle da sein, mehr als genug. Wir hängen hier zusammen hin, oder? Aber ihr wollt mich ausbooten. Wenn ihr nicht das ganze Gold kriegt, lasst ihr mich lieber hier krepieren. Aber ich bin der Captain. Ich hab das Sagen. Und ich entscheide, wer wieder geht. Und wer bleibt. Er wird uns bald finden. Hast du vielleicht eine Idee? Wir müssen so schnell es geht von ihm weg. Los, jetzt! Ja, total. Die widerstehen alle möglichen. Okay. Keine Bewegung. Und keiner von euch verwandelt sich hier. Umdrehen. Sachte. Ganz sachte. Okay. Okay. Und keine Verwandlungen. Und Hände hoch! Sachte! Nein, nein! So doch nicht! Keine Verwandlungen! Wow, hör mal! Hör gut zu! Wir wollen keinen Streit. Wir wollen hier einfach nur weg. Verstehst du? Tut mir leid, aber solange ihr atmet, habt ihr keine große Alternative. Ihr habt keine Wahl. Ah! Nicht nochmal! Es verwandelt sich wieder! Was? Was meinst du? Bleib weg! Bleib weg von dem Dunst! Wie? Was für Dunst? Dieser Dunst! Nicht einatmen! Warum nicht einatmen? Was passiert dann? Er lebt! Macht Sachen lebendig, die es nicht sein sollten! Er ist jetzt drin! Er bei uns! Jetzt! Komm erst mal runter. Stopp! Stopp! Er ist in uns drin, nicht wahr? Leg das Ding weg, los! Was redest du da? Du sagst mir, was ich tun soll? Ihr habt ihn eingeatmet. Es passiert gleich. Ich spüre es. Komm schon, Mann. Da ist kein Dunst. Oh. Nein, nein! Wart beim Funkgerät. Warum? Ich check das nächste Deck, ob da mehr brauchbares Zeug ist. Alex, bitte geh nicht. Ach, das dauert nicht lange. Warte beim Funkgerät. Ich bleib lieber auch hier oben. Ich habe den Typ gesehen, er hatte die Verteilerkappe. Wir müssen hinterher.
Das war wohl das Geräusch eben. Wow, was war das? Ist doch egal. Wir brauchen die Verteilerkappe. Hier, er muss hier lang gekommen sein. Heilige Scheiße. Sieh dir das an. Da ist er. Glaubst du, wir kommen darüber? Klar. Na sowas. Manchmal hat man eben Glück.
Okay. Es ist soweit. Schlimmsten Albtraum durchlebt. Ich wurde von einer schönen Frau verfolgt und ich konnte gar nicht schnell genug von ihr wegkommen. Ich bin ja nicht prüde. Wenn die Frau Bock hat, warum soll ich da Nein sagen? Aber wie? Von nahem hat sie den Motor nicht gerade in Gang gebracht, alles klar? Ganz im Gegenteil, sie ließ das Benzin in den Rohren stocken. Das meine ich wirklich. Er war mein großer Bruder, er war alles, was ich immer sein wollte. Ich wollte ihm einfach nur sagen, dass es mir leid tut. Jetzt kann ich es ihm nie mehr sagen. Mein Bruder ist tot. Tot, verdammt! Das war's. Game over. Fertig. Zumindest für heute. Sie könnten es erneut versuchen. Vielleicht klappt es ja besser beim nächsten Mal. Kein schlechter Versuch. Manche leben, manche sterben. Alles Ihre Schuld. Alles dreht sich um Entscheidungen, nicht wahr? Entscheidungen in Eile, in Panik, gefällt mit dem Herzen statt mit dem Kopf. Oder umgekehrt? Manchmal haben diese Entscheidungen erst sehr viel später Konsequenzen. Aber es gibt Konsequenzen. Es gibt immer Konsequenzen. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht in Little Hope? Vielleicht auch anderswo. Gewiss ist, es gibt ein nächstes Mal. Das ist unvermeidlich. Wow, was zur Hölle ist das?